Schweine und willkommen zu einer dritten Folge. Fuck dich. Ruf die Schweine und willkommen zu. Ach nee, jetzt habe ich ja quasi gerufen doppelt, weil ich das ja davor schneiden wollte. Sag mal, bist du eigentlich auch beschäftigt? Hm? Ich bin auch beschäftigt bei Skype, ja. Beschäftigt? Beschäftigt? Hör auf, Andi. Ich möchte unseren lieben Zuschauern. Also erstmal vorweg. Däum ist schon. Machen wir erstmal den Part. MC für die Hauscheck. Also was haben wir letztes Mal gemacht im Livestream? Ich sehe es gar nicht. Was haben wir gemacht? Ich sehe es nicht. Boah. Wir haben Blöcke gesetzt. Lol. Zack. Hier an den Türen sind immer noch nicht fertig. Ja, du hast mir immer noch nicht die Texturen gemacht. Ja, du musst mir mal sagen, achso, ja. Ich hab dir alles gesagt. Ja, mach ich demnächst. Ja, irgendwie habe ich teilweise richtig miese Performance. Ich weiß nicht, woran es liegt. An deinem scheiß PC. Es könnte an diesem Texture-Pack liegen. An deinem scheiß PC. Du kannst aber die 128er drunter ziehen. Das ist, so ist kein Unterschied, Däum. Es ist so 3D. Ja, Däum, hau dir einfach die 128er drunter. Das mach ich bestimmt nicht jetzt. Okay, wieso? Merkt eh keiner. Weil es keiner. Das dauert ja nur eine halbe Stunde, bis das reingeladen ist. So, okay. Was haben wir denn gemacht? Wir haben gebaut. Aber ich würde sagen, erstmal kündigen wir den nächsten Livestream an, ne? Genau. Und zwar wird dieser stattfinden am Freitag. Quasi morgen? Man könnte fast von morgen sprechen. Freitag, den 19.09. um 20 Uhr. Jetzt in den Kalender schreiben. Jetzt. Um 20 Uhr am 19.09. Das steht auch nochmal in der Beschreibung. So, und Andi, was hast du denn da gemacht? Was ist denn das? Fancy. Es ist fancy. Es ist ein neuer 3D-Block in unserem Texture Pack. Mit einer neuen Textur. Eine neue Textur. Yay. Ja. Echt? Es wird keinem Menschen auffallen, aber egal. Ist auch komplett neu. Willst du es damit jetzt als HD-Remake verkaufen? Ja. Und guck mal, wir haben Werbung bekommen. Ja. Was? Hä? Werbung? Hey, wir haben Werbung bekommen. Ist das unser Briefkasten? Soll ich mal aufmachen? Ja, haben Werbung bekommen. Lies es durch. Da ist der Wochenspiegel von Kunga drin. Lies es vor. Das ist awesome. Da bin ich jetzt aber gespannt. Hallo, lieber Mitbürger von Craft Attack Hausen. Wahrscheinlich ist Ihnen schon der Riesenmarktplatz aufgefallen, oder? Dort finden Sie viele Items und Blöcke, die Ihnen das Leben in Minecraft um einiges erleichtern werden. Ihre Diamantspitzhacke, Axt, Brust, Schwert ist fast aufgebraucht. Kein Thema für Kunga. Bei ihm können Sie kostengünstig Emeralds in der Tauschbörse erwerben. Wenn Sie bei einem der entsprechenden Villager das jeweilige Item zum Reparieren kaufen, kommen Sie definitiv kostengünstiger davon, als wenn Sie es mit Diamante reparieren würden. Sie können dadurch sogar Verzauberungen bekommen, die Sie noch gar nicht auf Ihrem Item hatten. Bei Kungas Marktplatz können Sie sogar noch einiges mehr erwerben als nur Waffen und Werkzeuge, zum Beispiel Nametags. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Impressum der Kunga, youtube.com/Kunga, Wohnsitz, Jagende Straße Nummer 3, Marktplatz, Jagende Straße 77, danke. Also, alle mal bei youtube.com/Kunga vorbeischauen. Kann man Bücher irgendwie kopieren? Ja. Wenn man die nebeneinander legt, ne? Ah nee, das ist eine Copy von einer Copy, ja. Aber haben wir graviert, Kian? Deswegen bin ich gerade extra in die Mine gegangen, um dies zu farmen. Gleich habe ich ein bisschen. Mit Sicherheit. Richtig geil. Müssen wir eigentlich echt mal gucken, wie wir da am billigsten Emeralds bekommen? Du kannst bei ihm Diamanten eintauschen. Ja, das ist super. Hey, das geht voll. 9 Emeralds gegen 1 Smaragd. Andersrum. 1 Smaragd gegen 9 Emeralds. Ach so, 9 Emeralds gegen 1 Smaragd. So, nein, so. Ein Diamant gegen 9 Emeralds. Das ist doch eine neue Textur. Andi, der Preis ist nicht heiß. Was denn? Hä, hey, aber du konntest auch 21 Kohle, glaube ich, hinhauen. Was ist das für eine Tür? Ist doch noch besser. Auch die Tür abzubauen. Also, Diamanten eintauschen finde ich nämlich eher nicht so schlau. Oh, willst du da? Das ist ja quasi eine ganz normale Tür. Ja, natürlich. Andi hat sich nämlich gedacht, wenn ja jetzt mit den neuen Türen viel mehr diversifiziert wird, muss er dann auch mal die alten Türen ein bisschen enhancen. Ist die Iron-Tür auch schon drin? Ja, na klar. Oh, wollen wir uns doch mal die Eisentür anschauen? Ja, ich baue sie kurz. Die muss ich sagen, die etwas speziell ist. Geht. Mimi. Das Gute ist, aus einmal craften kommen jetzt mal gleich drei. Du musst ja, nein, Türen man raus. Kann jetzt mal mit Türen dran, sich dann auch mal die Mini-Items, also diese kleinen Bildchen zu neu machen. Ja, kommt noch. Andi, hier ist keine weiß Tür. Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Panzertür. Ich möchte kurz auf dieses. Guck mal, das habe ich im letzten Livestream gemacht, hier den Boden.
Wo, wo bist denn du? In der Küche. Ja, also wenn mehr, du dann nur Sachen liest. Ich hab mich die gesamte Wand hier hochgezogen. Bin ich natürlich hart am unterwegs sein, am Gravel besorgen tun. Du, komm doch. Wohin denn? Nach oben? Ja. Zur Eisentür. Wo ist die denn? Ja, hier. Ach, auf der anderen Seite. Hast du gerade 6 Eisen verbrannt? Jetzt werden Kritiker natürlich dir vorwerfen, dass es jetzt gar nicht mehr auf ihre Mittelalterwelt passt. Ja, das ist unser Tech-Tech ist allgemein nicht so gut geeignet für eine Mittelalterwelt. Wer das vorher nicht bemerkt hat, dem tut mir leid. Tut mir leid, dass ich dich dein Weltbild erschüttert habe. Andererseits könnte man auch sagen, dass diese Tür nicht so mittelalterlich aussieht. Insofern es sieht hier nicht mittelalterlich aus. Doch. Nein. Soll ich dir mal einen Gegenstand zeigen, der ziemlich mittelalterlich aussieht? Ja, das Ding hier. Wir können das Schwert gegen einen Schlagstock oder so austauschen. Und den Bogen gegen Sturmgewehr, ne? Oder gegen Sniper. Solche Mongo Texture Packs werden wir nicht machen. Ja, aber ich finde, unser Texture Pack ist doch eher modern, oder? Ja, natürlich. Muss man jetzt mal ganz objektiv sagen. Mein ganzes Leben lang spiele ich Minecraft. Häuser bauen. Häuser bauen ist meine Leidenschaft. Aber jetzt muss Microsoft gekauft werden, will ich es gar nicht mehr spielen, ey. Dazu haben wir uns noch nicht geäußert. Wo ist eigentlich das Microsoft? Ich sehe es gar nicht. Ich sehe es einfach nicht. Microsoft ist so toll, weil es Microsoft heißt. Aber sagen wir mal ehrlich, von allen großen Dingern glaube ich, dass Microsoft das am besten hinkriegt. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass so eine Scheiße kommen wird mit DLC und Minecraft 2. Das würde alles gar nicht funktionieren. Und so blöd sind die auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sich Mojang, auch wenn die jetzt zu denen gehören, sich da so viel beeinflussen lässt direkt. Ah, die Frage ist, demnächst steht dann beim nächsten Update steht vorher noch ein Microsoft-Logo vor Minecraft. Nein, das glaube ich nicht. Ey, natürlich, die branden das doch direkt. Ja, das kann natürlich sein. Die Frage ist, kann man das per Resource Pack ändern? Aber, ich bin mir da nicht mal sicher, ob das passieren wird. Und, also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das für uns Spieler einen krass negativen Effekt haben wird. Nö, wenn überhaupt positiv. Das hat auch Pete Smith gesagt, der hat da auch so ein Meinungsvideo zu gemacht. Es wird wahrscheinlich jetzt auch für Windows Phone kommen. Aber. Ja, dann freut sich der Däum, ne? Das ist schon länger für Windows Phone in Planung. Ey. Echt? Ja. Wusste ich jetzt nicht. Kian, komm mal her. Wir haben ein Wörtchen zu bereden. Achso, der Red Sandstone ist ja noch gar nicht gemacht. Nee. Noch nicht 3D? Ich mache mein ganzes Leben lang Texture-Packs. Ist noch nicht drin, ja. Texture-Packs, Design. Ist meine Leidenschaft. Aber trotzdem Texture-Packs spielen. Aber trotzdem kriege ich es nicht hin, sie fertig zu machen. Hey, Alter, weißt du, Don? Nein. Weißt du was? Sag es nicht. Du darfst jetzt mal noch eine Textur machen, ne? Und dann du sagen, und dann. Ja, ich kenn Andi, wir machen so, wir machen ein Battle. Hinter uns sind Zombies. Welche Textur fehlt zum Beispiel noch? Prismarin. Oh nein, bitte lass nicht Däum was machen. Und dann machen wir beide eine Textur für den einen Block und wir lassen die Zuschauer entscheiden, welche Textur davon besser aussieht. Du musst dich aber anstrengen. Wenn du nicht wenigstens eine Stunde Arbeit da reinsteckst, bin ich enttäuscht. Hä, du weißt, was Däum macht. Nein, Däum, du musst dir da Mühe geben. Däum, wenn ich da keine Mühe drin sehe in diesem Ding, dann gibt es 10 Euro in die Strafkasse. Deal? Nö. Und ich bewerte... Dass Däums Textur Kinder-Scribble-Texture... Hä, das kann gar nicht scribbelig aussehen. Ich bewerte ehrlich. Was ist Prismarin? Wow. Ich will aber nicht diesen Unterwasserstein machen, der ist scheiße. Ja, das Einzige, was noch left ist. Hä, hey, lass doch die Hasentextur, das wäre das. Nein, das ist zu kompliziert. Das ist viel zu einfach. Na, also ich weiß ja nicht, hä, warum nicht die Hasentextur? Weil das... Ich kann gut malen. Du kannst krickeln. Andi! Also ich würde jetzt einfach mal nicht, ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass Kian besser malen kann als ich. Das hat auch niemand gesagt, aber du kannst nicht malen. Ich schweige den Zeichnen. Geschweige denn Paint benutzen. Mein Datendino ist mir ziemlich gut gelungen. Nein. Doch. Nein. Ey, yo, Dudes und Dudettes, lass mal schnell schlafen gehen. Bevor wir sterben. Deine Kunst geht nicht mal als moderne Kunst durch. Hä, der Dino ist super. Was habt ihr eigentlich gerade so draußen in The Crypt gemacht? Nicht rumgelaufen. Den Leuten coole Sachen gezeigt. Top. Also ich bin ja im Bad. Boah, irgendwas ist da noch nicht so ganz flüssig bei mir. Ah, dann wir einigen uns. Der PC wird schon von den 3D-Modellen in die Knie gedrückt. Warte mal ganz kurz, ich guck mal ganz kurz, welche. Na, Däum, können wir nicht? Also die Sea-Lantern habe ich auch schon. Ich kann nicht. Ja, dann sag doch mal was. Ich hab's doch gerade erst probiert, Kilian. Ich bin die ganze. Steht's ja schon 30 Sekunden.
Zum Beispiel. Die Banner sind auch noch nicht gemacht. Ja, das ist so einfach. Dein Ernst, Däum? So, können wir jetzt schlafen. Boah, Monsters nearby, ich raste aus. Däum? Was? Wir nehmen die Prismarine Rough Textur. Was ist das? Ich will kein Prismarine machen, weil ich davon keine Vorstellung habe, was das überhaupt sein soll. Nee, ich hab doch schon alles andere gemacht. Das ist quasi nur das. Das ist nicht mal cool, da kann man gar nicht kreativ sein. Nee, natürlich kann man kreativ sein. Ja, was sollen wir denn dann machen? Irgendwas cool. So, Late Night Sleeping. Okay, dann nehmen wir eine Hasentextur. Aber der besteht auch aus voll vielen Fetzen und so, oder? Ja, das sind halt die UVs, ne? So. Ja, entweder die Hasentextur oder das andere. Ich mach die Hasentextur. Ja gut, dann machen wir beide. Zur nächsten Craft Attack Folge machen wir einen braunen Hasen fertig. Den braunen Hasen, okay? Ja, du musst mir das dann gleich nochmal kurz. Achso, ich brauche aber eine kleine Einweisung in Sachen, damit ich weiß irgendwie wie. Nö, musst du schon selbst zurechtfinden. Nö, es ging gerade. Ich habe nur über das Design der Textur geredet. Ich habe nicht darüber geredet, dass ich. Weiß, das war's. Für ein Design der Textur denn? Oh, Junge, halt's mal. Ja, diese. Ne? Wenn du es nicht gemacht hast, dann gibt's Strafe. Hä, ich hab das die Loch stopfen. Doch, du hast eingeschlagen. Nein. Du hast gesagt, okay. Nö. Doch, dann wir schlagen jetzt ein. Und wie? Warte, bist du bereit? Komm, wir schlagen jetzt ein. Aber nicht mit der Axt. Nein, mit der Schaufel. Okay. Eins, zwei, drei. Deal gilt. So, Däum, bevor du gar nichts machst in der Folge, zieh mal bitte einen Weg von der Farm rüber zum Hauptweg. Jo, mach ich. Ach, ich darf jetzt sonst Scheiß hier weg. Also, deine Schuld. Wieso ist das meine Schuld? Soll der Hauptweg hier auch mit Gravel ausgefüllt werden, oder was? Ja. Soll der so 100% Weg sein? Weiß ich nicht, du hast ihn damals gezogen. Echt? Ja. Bäumen, oder? Nein, du. War das nicht Andi? Nein. Mach mal einfach Cobblestone-Treppe darunter, ne? Nee, Stonebricks, oder? Nee, ist egal. Oder Stone Slabs, oder? Also entweder Stonebricks oder Cobblestone. Cobblestone. Ja, dann mach Cobblestone. Was ist denn los mit euch? Leck, leggedy leck. Wieso hast du Lags? Ist dein PC scheiße? Es laggt nicht, es ruckelt. Und ja, das. Es ruckelt immer kurz und läuft sehr flüssig. Ich hab das Gefühl, wir brauchen dringend eine 128er Version vom 3D-Kram. Ja, ist ja eigentlich nicht das Problem dann. Ich glaube, wir brauchen einfach dringend eine neue Grafikkarte. Wer? Jetzt mal ohne Spaß. Glaubt ihr, die schreiben wirklich Minecraft nochmal neu? Jetzt, wo Microsoft das in der Hand hat. Nein. Ich glaube, weil das viele ja so denken. Ja, also aber die kehren das Internet. Sollen die denn dann neu das Internet ist ja, das Ganze, du könntest das ganze Spiel natürlich in irgendeiner Sprache schreiben. Ja, das machen die doch nicht. Das ist total dumm. Das bringt denen gar nichts. Ja, ist halt viel Arbeit, ne? Hey, da ist vor allem kein wirtschaftlicher Nutzen für die hinter. Nee, das sowieso nicht. Also machen sie es auch nicht. Weil sie dadurch werden sie weder mehr Einnahmen generieren können, nein, noch irgendwas anderes. Aber warum fängst du nicht einfach mal damit an, das hier auszuheben? Außer natürlich, dass die Performance besser wäre. Aber das interessiert die natürlich nicht. Dann wird so arme Kreaturen wie du. Wie ich und Andi eben auch. Ja, wieso ich? Du hast eben auch gesagt, dass es ruckelt. Ja, nein, das war ein Nachladeruckler. Achso, was ist dann bei mir? Quasi, Reloading. Wer hat denn sicher, hier, dass du den Weg denn hier gefuscht? Ey, lass mal nicht den Weg so machen runter. Wollen wir den nicht seitlich machen? Treppe seitlich ist mega behindert. Ey, Alter, doch nicht hier. Aber das sieht scheiße aus, Däum. Andi, mach die. Fall ins Loch rein. Wo hab ich den gefuscht? Hast du Treppen gemacht, Däum? Nein, weil ich keinen Cobblestone hab. Hör auf, was soll das denn? Ich hab dich in meinem Keller umgebracht. Hast du meinen ganzen Stuff eingesammelt? Nein, hab ich nicht. Ich hab's doch gerade klicken gehört, du Spaß. Mein Inventar ist voll, du Lappen. Ich hab's klicken gehört. Was klicken gehört? Ja, also diese Items reinploppen. Ich habe nur deine Schwere aufgenommen, die habe ich gerade wieder hingeworfen. Mach das mal irgendwie so schräg hier, mit Slaps vielleicht. Oder? Das ist schwierig. Scheiße einfach. Ich war mein ganzes Leben lang Schlagbeuger. Treppen bauen ist meine Leidenschaft. Ich heb mal. Ich pflanze mal was auf unserem Feld. Ja, nee, das wollte ich raus. Also ja, kannst du machen, aber mach ich jetzt auch. Linke Seite Karotten, rechte. Nee, linke Seite Getreide, rechte Seite Kartoffeln. Hey, nein, wir machen alle drei Sachen. Einfach so drei Abschnitte machen. Was ja, machst du? Bei weitem nicht genug Karotten. Ich hab alles. Achso. Deshalb, ich mach schon.
Lass mich machen, ey. Nein. Nein. Schlagzeuger. Sind das alles Kartoffeln hier? Nein, das waren jetzt alle Karotten. Also wir brauchen doch nicht so viel Karotten. Lass es doch! Bist du behindert? Lass es doch stehen! Nein, aber wir brauchen so viel nicht. Ist doch scheißegal, wir haben ewig viel Platz. Deswegen lass doch... Doch nicht bis hier hinten. Wo willst du jetzt noch Kartoffeln hinquetschen? Hä? Komm doch jetzt hier. Wer braucht Kartoffeln? Ich will, wenn überhaupt, Brot. Ja, Kartoffeln sind viel besser. Kartoffeln sind viel besser, du Lappen. Kartoffeln sind tausendmal besser als Brot, scheiß du Lappen. Drauf. Nee, nicht scheiß auf. Karotten wir haben nicht Mensch. Genug Kartoffeln. Ja, ich hab noch 60 Kartoffeln, du Lappen. Ja, und trotzdem. Hey, wer von euch kennt uns den ganzen Gravel? Gib mal. So, dann mach ja, jetzt noch. Du willst hier keine hinten Karotten an? Essen, glaub Junge, mir. Stöte dich! Es macht optisch nicht mal so einen Unterschied. Natürlich! Hä, nein. Bist du dumm? Bist du dumm? Du bist dumm, ne? Ich will Gravel. Jetzt hör auf, so rumzuragen. Ja, du bist aber dumm. Kein Mensch braucht Karotten. Ich will kein Gravel. Mensch will Kartoffeln. Ich will Gravel. Ja, natürlich! Ich nein! Dann kann ich Brot essen. Gravel. Ja, dann pflanzt doch Brot da an. Ja, aber du pflanzt Kartoffeln. Mach keine Kartoffeln. Nein, ich tausche Karotten durch Kartoffeln aus. Du willst ja auch keine Karotten, also kann ich sie auch austauschen. Punkt. Nein. Dann mach ich lieber Getreide. Nein. Warum denn? Weil ich keine Kartoffeln will. Ja, dann musst du sie nicht ernten. Aber ja, dann lass meine Karotten da stehen. Man braucht nicht so viele Karotten. Die Karotten brauchst du, um Schweine zu züchten. Ja und? YOLO. Nein, Kia, sieh aber rein, dass du Unrecht hast. Nö. Doch. Ich hab nicht Unrecht. Karotten sehen schön aus, die sind orange. Das macht optisch gar keinen Unterschied. Ich hab gar keine Ahnung, welche Texturen ich mal gemacht hab. Ja. What you do now? Mir eine Facepalm geben. Ja, gut. Ja, was ist denn jetzt mit deinen Kartoffeln? Hey, die steht doch da. Ja, was ist denn hier mit der freien Fläche? Ja, da wo sind denn deine Kartoffeln? Ja, da kommt Getreide hin, du Lappen. Ja, dann mach mal Getreide hin. Ja, es dauert halt. Ja, jetzt mach deine Scheiße. Da kann ich meine Karotten auch wieder hin machen. Gib mir die Karotten her. Hast du noch Seeds? Nein, lass siehst doch. Siehst du, also gib mir die Karotten jetzt her. Lass doch die Fläche einfach erstmal frei. Nein! Ich hab deine Karotten lass nicht. Lass doch mal aufhören, darüber zu reden. Bitte. Nein, es fuckt mich ab. Du, Alter, bist du behindert? Du hast doch die Karotten geerntet. Warum hast du kein Cake mehr? Ach so, weil ich davon mir gestern was rausgetippt habe. Ich hab doch Seeds. Lappen. Karotten. Ich verstehe nicht, warum lässt du es nicht einfach erstmal freistehen? Hä, das ist der totale Schwachsinn. Nein, kein Mensch braucht Karotten. Wer braucht denn Karotten? Ja, ich kann jetzt Karotten essen. Alter, du willst keine Karotten essen, das ist behindert zu nehmen. Also Karotten total falsch, Melonen. Nein, Melonen sehen wenigstens geil aus. Ja, nein. Aber sie sind genauso ineffektiv. Nö, sie sehen geil aus, das macht's besser. Nein. Andi, was tust du? Ich werde mit meinen Eiern bombardieren. Ja, mach das Feld noch mit den scheiß Hühnern kaputt, Andi. Du bist so intelligent. Ich hatte nur hoch. Hör auf, das Feld zu reden. So, ich mach hier. Nein, das fuck mich ab, Andi. Das ist doch gar nicht total doch gar unrational nicht handelt. Irrational. Die Hühner können das Feld gar nicht kaputt machen, du Lass. Doch, wenn sie von den Slabs runterspringen. Nein, die landen immer weich, Kilian. Wetten nicht? Wetten, es gibt aus. Möglichkeiten, wie es geht. Probier's aus. Nee, du musst den Gegenbeweis erbringen. Na, du, wieso ich? Ich habe das Feld angelegt. Ich sage, was dir erlaubt ist und nicht. So, jetzt gib mir dunkles Holz, wieso, wenn du es noch hast. Wieso muss ich einen Gegenbeweis für dich erbringen? Hat einer von euch noch Stone? Weil in unserem Rechtsstaat ist hier auf Scheiße zu labern. Hat einer von euch Stone? Dein Weg sieht selten scheiße aus. Hä, wie würdest du ihn denn machen, du Lappen? Also, wenn der dünn ist, dann, also hier muss er auf jeden Fall mit Abstand sein. Nö, also, finde auf dem Feld aus. Ist halt was anderes. Das sah aus wie so ein Weg, wo ab und zu mal so ein paar Zigeuner rübergehen. Aber so ist es ja. Jetzt ein Weg, wo stolze Gärtner. Andi, was tust du? Nein, stolze Gärtner laufen nicht auf so einem Weg. Etwas. Ja, ja, guck mal, was hier ist. Ja, was ist denn da? Ja, was ist denn da? Ja. Nee. Ja. Das war schon, das warst du. Nein, das war ich nicht. Doch. Nein. Doch. Okay, du hast jetzt Verbot auf diesem Feld. Ja, hau mich doch aufs Feld drauf. Ja, guck mal, schon wieder eins kaputt gemacht. Ja, hau mich doch aufs Feld drauf. Ja, selber schuld. Du hast ja auch Hausverbot. Verpiss dich. Guck, hast schon wieder was kaputt gemacht. Das kann gar nicht sein. Natürlich. Nein. Junge, lass es doch mal.
Du bist so behindert, ohne Witz. Nur unproduktiv. Es ist so witzig, wie du dich aufregst. Ja, weil das einfach dumm ist, das Feld freizulassen. Ja, chill doch. Nein, ich chill nicht mehr. Warum liegt hier Glas? Warum liegt hier eigentlich Glas? Alle chillen. Warum liegt hier eigentlich Glas? Warum hast du eine Maske auf? Nein, warum liegt da Glas? Das ist total random. Und dann ist es auch noch white-stained Glas. Außerdem ist es nicht gut, ein Feld die ganze Zeit mit dem gleichen zu bestellen. Kian, wir sind bei Minecraft. Drei Felder Wirtschaft. Ist aber längst überholt, Kian. Längst überholt. Hey, nein, das stimmt nicht. Wenn du die ganze Zeit Monokultur machst, ist das immer noch nicht gut für ein Feld. Ja, trotzdem machen heutzutage keine Drei-Felder-Wirtschaft mehr. Ja, das hast du ja auch gesagt. Ich hab einen Bug entdeckt. Dich. Nein, wenn du hohes Gras abbaust, erscheint kurzzeitig diese komische lila Riesenpflanze. Ach so, ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich hab nen Bug entdeckt. Und teilweise poppen auch Sonnenblumen auf. Däum, hast du noch dunkles Holz? Nö. Warum soll ich dunkles Holz haben? Weiß ich nicht, weil hätte ja sein können. Aber davon hat uns Andi ja alles Settlings erfolgreich zerstört. Hab ich überhaupt nicht. Doch. Du hast davon was angepflanzt? Ja, hab kein Sapling mehr. Hört auf, über diesen Garten zu reden. Wir sollten ihn einfach zumachen. Ich rede gerade von den Saplings. Ja, ich besorge gerade Toll. Aber auf mein Feld gehst du ja nicht mehr. Du weißt schon, dass Seeds auch mal besser aussehen als alles, was du da angebaut hast. Nein. Nee. Nein. Nerren. So noch. Oak Saplings. Da gibt's das. Ey, wir haben selbst noch Oak Saplings. Zwei. Ja, das ist zwei zu wenig. Das ist cool. Leute, was hat er hier unten für einen Bunker gebaut? Ich glaube nicht, dass es auf Kungas Marktplatz... Das ist die Tauschstation. Warum ist ein Tauschstation? Emerald. Scheiß Kunga. Tauschbörse. Wechselkurs. Ein Diamant gegen 9 Emeralds. Hä, hey, wie macht er das? Lol, ist das sogar automatisiert? Ja, na klar. Krass! So, der Aufgang zu Farm ist jetzt fertig. Aber. Minus bei ihm. Moment, was kriegt man bei ihm nochmal? Für welchen Preis? Ein Diamant gegen 9 Emeralds, okay, ist nicht ganz schlecht. Also das ist scheiße, wir brauchen die Deals, wo man Getreide gegen Emeralds tauscht. So, ansonsten ist es kein, ist einfach scheiße. Ja, hier geht schon mal 9 Eisen gegen ein Emerald, oder? Ja, das oder ist mal ein Fortschritt. 21 Kohle gegen ein Emerald. Hier sogar 16 Kohle gegen einen Emerald. Oder 7 Iron. Das geht schon mal. Ja. Wobei für den Diamantpreis ist Kungas Angebot nicht schlecht. Weil hier sind immer 4. Ja, fast am besten ist das mit der Kohle. Kohle. Wenn du 16 Kohle nimmst. Kohle. Weil Eisen haben wir jetzt auch noch nicht massig. Nee. Geht. Nee, wir sind doch im Aufbau. Das ist top! 28 Paper gegen einen Emerald. Dolm, wo ist unsere automatisierte Sugarcane-Farm? Ja, ihr verbietet es mir immer. Nee, das war bestimmt Andi. Andi? Warum verbietet Andi 10 Euro in die Kasse? Hä, ich hab dir das nicht verboten in dem Let's Play. Hä, was ist das denn? 2 written books? Gegen einen Emerald. Ja, hä, Kian, das ist was... Ja, bist du dumm? Das ist wie ein Buchladen. Kauft man auch geschrieben, im Buch, wenn du ein Buchladen gehst, kaufst du auch. Ja, da gibst du immer deine 2 scheiße geschriebenen Bücher ab und kriegst dafür Zeug. Weil, dafür brauchen wir nur Leder. Also Leder. Kian, komm mal her. Kian, was soll denn oben in den Flur für den Boden rein? Don't know, let's check it. Kian. Für Birkenholz. Kian, hab mal eine Frage, Kian. Aua, ich werd beschossen. Guck mal, Kian. Ja, komm mal. Soll ich jetzt überall diese komischen Slap-Dinger kommen oder ist das nicht, das ist scheiße, ne? Ich weiß nicht, wolltest du eigentlich Cobblestone machen? Ich wollte eigentlich Cobblestone machen. Obwohl, jetzt beim Garten habe ich jetzt Stone Bricks gemacht. Mensch, ja, Kian, was ist da los? Muss ich mal entscheiden, hey. Da kommt der Cobblestone. Trappen jetzt hin. Yo, Alter, Attack of the Spider Team. Au.
fühle mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich sicher in Craft Attack City. Überhaupt nicht. Antisicher. Wir brauchen eine Stadtmauer. Was soll ich das Gegenteil von sicher? Lass mal schlafen gehen. Wenn man mal von unsicher absieht. Wir sollten auch mal dringend unsere Betten nochmal umstellen, so dass wir sleepen können, auch wenn the Crip Attack ist. Räumen, Gefahr. Andy, get to the bed. Fuck! Immer diese Noobs. Ha! Das war der Win der Woche. Dafür gibt's von mir den Win der Woche. Lass mal dicke. Oh. Achso, die macht Fire Damage, ne? Also, kann man eigentlich auch die 3D-Modelle von Tieren anpassen? Nein, soweit ich weiß nicht. Dann hätte man ja Schweinen eine Nase machen können. Schafen. So, ja. Däum, lass mal Sugarcane Farm in the Backlog ich machen. Ich den Enderman hier. Ich hab eine Enderperle. Weil ich meine. Hallo! Lob mich! GZ, danke. Level up, GG. War gerade so easy peasy war das. Easy. Nicht vergessen, immer schön easy sagen, wenn man gewonnen hat. Guys, it was so easy. Ziemlich lang gebraucht zu raffen, was das heißt. Guys, oder bis ich's mal nachgeguckt hab. Easy, guys, easy. So easy. Easy. So, ich würde sagen, wir machen noch schnell, also ich mache auf jeden Fall jetzt noch schnell hier die Sugarcane Farm fertig, damit wir diesen Deal beim nächsten Mal nutzen können. Ich habe das Bedürfnis, im nächsten Livestream eine Sugarcane Farm zu machen, und zwar automatisch. Mit die Redstone Action? Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ja, was denn sonst? Das ist total unnötig, ganz ehrlich. Hey, aber weil wegen Nein, Emeralds. Wenn wir uns zu Emeralds farmen können, du Lappen? Ja, aber dann gehe ich doch einfach immer per Hand da durch, oder? Ja, genau. Ja, aber, Däum. Alter, wo ist denn dein Spirit? Okay, sorry, mein Spirit, ich hab ihn dein gefunden. Spirit! Er war hier vergraben, ich hab ihn gefunden. Okay, gut. Das wäre doch mal was für den nächsten Livestream. Und vor allem, ich finde, wir sollten es live ausprobieren. Live? Einfach mal drauf los. Du meinst, ohne uns vorher einen Plan zu machen? Also, nächstes Mal gibt es live Redstone-Tutorials. Ich kann natürlich gucken, ob irgendwas megamäßig Geiles mit den Slime-Blöcken geht. Was ist das denn? Aber so, dass wir da mal einfach so drauf los hantieren. Genau, wie in alten Zeiten, als wir noch Tutorials gemacht haben. Tutoriales. Was ist das hier? Da kommt die krasseste Farm. Alter, wir werden einfach so viele Sugarcanes haben. Da kommt erstmal die kurzfristige Farm. Wir werden so viele Sugarcanes. Guck mal, bei Techdown hatten wir damals irgendwas über 80.000. Das werden wir toppen, Jungs. Das werden wir toppen. Ich glaube nicht. Wo willst du das lagern? Challenge Kian, auf den Straßen wird gemunkelt, dass es mit Sand schneller wächst. Echt? Das stimmt nicht. Es sieht aber besser aus. Ja, hast du gerade so viel Sand da? Nein. Nichtsdestotrotz beende ich jetzt nicht mal die Folge, oder? Moment, ich will noch den... Hier, warte, du kannst schon mal anfangen. Die Folge beenden? Das muss noch kurz gemacht werden. Dieser Job muss erledigt werden. Ich muss schon mal wachsen, damit wir... Genau, damit wir schon erste Crypt-Deals machen können. Ja. Damit wir mit dem Stoff dealen können. Wir müssen Kungas Monopol umgehen mit seinen Diamantpreisen. Wir lassen uns noch nicht am Preis drücken. Genau, wir werden erst einfach einfach so viel Emeralds da rauskriegen, dass irgendwann der... Und dann, Alter, dann machen wir einen besseren. Und dann machen wir einen Diamanten 10. Junge, was macht er dann? Hallo! Fuck. Bitte. Kilian! Diese Sounds! Deine Lache tut weh. Diese Sounds, die Viecher machen. Das tut im Herzen weh, Kilian. Man tötet die noch Gib weniger. Gib mir mal ein paar Sugarcane. Hey, was macht Kilian denn? Er hat ein Häschen getötet. Und Däum freut sich so, dass er da steht. Rip it. Nö, Pferd. Diagonal zum Wasser geht nicht, ne? Nur direkt daneben. Yo. Jetzt können wir theoretisch noch dahinter, aber das sieht optisch nicht so gut aus. Ja, das deswegen, nur wenn es Alter, die erinnert mich, kennt ihr diese Dinger, die gab es früher auch bei Ikea? Diese kleinen Bambusstäbchen, die aus dem Töpfchen rauskamen? Die fand ich so geil. Alter, jetzt mal ohne Spaß, sogar beim Sugarcane setzen ist Däum langsam. Ja, weil ich sie bewundere. Ich bewundere deine Arbeit, Kian. Ich weiß, aber es ist ja immer noch nicht final, weil... Däum, sogar hierbei failst du. So, und jetzt darfst du die Folge beenden und irgendwo sind hier Viecher. Sag mal, ist das dein Ernst, dass ihr dieses Loch immer noch nicht richtig zugemacht habt? Easy, guys. Easy? Easy, guys, easy. Das ist ja eine ganze Höhle, die mach ich nicht zu. Joch. Also. Joch. Joch, Joch, Däum, Joch. Ja, ich leuchte Merket euch,
morgen 20 Uhr, beziehungsweise 19. Freitag, 19.09. Wenn ihr mehr Felddiskussionen hören wollt. Dann werden wir unsere... Hier, irgendjemand hat... Däum, du hast dein Feld kaputt gemacht. Wieso? Alter, ihr kriegt alle Hausverbot. Wir werden auf jeden Fall mal dann unsere vollautomatische Junge mit Day-Night-Detektor und... Wofür eigentlich? Das ist total unnötig. Was soll das, Andi? Willst du sterben? Obwohl, natürlich. Ey, wir werden das mit so einem Day-Night-Detektor machen. Vielleicht. Ich meine, beim letzten... Ich weiß, bei der Melonenfarm war es irgendwann verbuggt. Ja, dass du dann Push machst, oder? Ach so, auf Knopf. Aber dann ist ja nicht vollautomatisch. Wir machen das mit... Upsi, Baba. Ja, Andi, das sagst du wieder. Es muss vollautomatisch sein. Das ist die Frage, ob das wirklich bugfrei funktioniert. Vollautomatisch, halt's mal. Okay, und jetzt wird diese Eisentür dahingestellt. Ich? Was nicht für meinen Teil? Au. Au. Wow. Dom, du solltest lieber beenden, bevor Andi stirbt. Gleich. Was gleich? Oder musst du noch einen Deal raushauen? Scheiße. Scheiße. Nein! Aber das ist so befriedigend, dass es mittlerweile diese Sounds gibt. Fuck. Was für Sounds? Das Blingen beim Treffer mit dem Bogen. Ja, das ist richtig gut. So. Dann beende ich jetzt mal diese Folge, ne? Morgen. Ja! Freitag. Hab ich noch mal an die gerecht. Freitag, der 19. September um 20 Uhr auf twitch.tv. Link ist unten in der Beschreibung. Genau. Und dann 20 Uhr morgen. Und das Stichwort und so ist Bambusfarm. Das Stichwort ist Bambusfarm. Also gönn dich ein Abo oder lass es bleiben. Bis zum Freitag, den 19.09. um 20 Uhr auf Twitch. Ciao.